Nach Italien jetzt, wo sich die Lage weiter zuspitzt. Das Land meldet inzwischen 3.405 Todesfälle. Das sind sogar mehr als in China. Angesichts der dramatischen Lage zeigt das italienische Fernsehen einen eindrücklichen Appell eines Corona-Patienten, der sich direkt von der Intensivstation meldet. Buongiorno a tutti. Guten Morgen an alle. Entschuldigt die Maske, aber leider kann ich noch nicht ohne die Hilfe sein oder zumindest kann ich noch nicht atmen ohne die Hilfe der Maske, während ich in der Nacht einen Helm tragen muss, der mir hilft zu atmen. Ich will dieses Video machen, weil zu viele Menschen dieses verdammte Coronavirus unterschätzen, das vor circa 10 Tagen mein Leben umgeworfen hat. Ja, dass es noch immer Menschen gibt, die Corona unterschätzen, liegt nicht zuletzt an Videos, die Halbwahrheiten oder schlicht Unsinn verbreiten. Wie die beiden Interviews mit deutschen Ärzten, die behaupten, Coronavirus sei wie eine normale Grippe. Videos, die viral gehen und auf den sozialen Medien schon über 1 Million Mal angeklickt wurden. Zeit für unseren Fake-Check von Carmen Köppel, Christina Brun und Claudia Badertscher. Wir werden unentwegt verarscht, möchte ich fast sagen. Es sterben sogar weniger als in den letzten Jahren. Deswegen wird auch diese Corona-Geschichte jetzt Ende März wieder völlig ausklingen. Das Coronavirus verunsichert uns alle stark. Allein die beiden Videos mit den Ärzten haben schon rund 1 Million Klicks. In der Schweiz werden sie tausendfach geteilt. Aber sind die Behauptungen auch glaubhaft oder einfach falsch? Die Hauptthese von diesen Videos, das Coronavirus, das sei harmlos. Es ist ein völlig harmloser Schnupfenvirus. Deswegen müssen wir ihn ja jetzt ein bisschen umtaufen. Der heißt jetzt der neue Corona, der Covid. Nicht gefährlicher als eine Grippe. Wir fragen einen, der das Virus wirklich kennt, weil es nämlich in seinem Labor erforscht. Der Virologe Volker Thiel von der Universität Bern. Wenn es so harmlos wäre, dann würde man jetzt in Italien keine so großen Probleme haben. Ganz einfach. Dass das Coronavirus nicht so harmlos ist wie die Grippe, sieht man jetzt gerade in Italien. Da haben wir schwere Krankheitsverläufe, sehr viele, was das Gesundheitssystem überlastet. Die Viren sind auch generell unterschiedlich. Das eine ist eine ganz andere Virusfamilie der Coronaviren und das andere sind Influenzaviren, die ganz andere Eigenschaften haben. Wo sie sich sehr ähnlich sind, ist die Übertragbarkeit von Mensch zu Mensch. Wir sehen, dass wir deutlich mehr schwere Krankheitsverläufe haben beim neuen Coronavirus im Vergleich zur saisonalen Influenza. Auf Twitter hat der italienische Journalist einen Vergleich von den Todesanzeigen im Lecco di Bergamo gepostet. Das ist die meist betroffene Region in Italien. 8, 9 und 10. Der Epidemiologe Richard Nehr vom Biozentrum der Uni Basel erforscht das Virus. Er hat Todesanzeigen im Lecco di Bergamo ausgewertet, und zwar vom Januar bis jetzt. Der Anstieg ist frappant. Wir haben mittlerweile gute Statistiken für die Mortalität dieses neuen Coronavirus und die deuten alle darauf hin, dass die Mortalität ungefähr 10-mal höher ist als bei Infektionen mit der normalen Grippe. Eventuell sogar noch um einiges höher. Der Konsens in der Forschung ist also eindeutig. Wir haben es mit einem viel fataleren Virus zu tun als einer gewöhnlichen Grippe. Kommt dazu, niemand von uns ist immun dagegen. Die Behauptungen in diesen viralen Videos sind also schlichtweg falsch. Wie wollen Sie denn wissen, ob nicht schon in Peking und anderswo oder in Italien diese Viren bereits vorhanden waren? Man hat ja früher nie danach suchen können. Wenn du mir jetzt hier Blut abnimmst, wirst du Corona-Antikörper in meinem Blut finden. Ja, das ist vollkommen richtig. Wenn ich sie jetzt testen würde, dann würde ich einen Coronavirus hauptsächlich wahrscheinlich im Winter finden. Ja. Aber das sind die altbekannten Erkältungserreger. Und das neue Coronavirus unterscheidet sich davon deutlich. Da werden also Tatsachen vermischt, die einfach nichts miteinander zu tun haben. Wir kennen Coronaviren seit langem. Wir kennen insgesamt 4 verschiedene, die wir saisonal in der menschlichen Population sehen, jeden Winter.
Aber das sind andere Coronaviren als das neue Coronavirus. Und das hat man tatsächlich noch nie im Menschen gesehen. Und mit den Testmethoden, die uns zur Verfügung stehen, kann man das auch ganz klar belegen. Hätten wir das Coronavirus, das neue Coronavirus, vorher schon gesehen, wenn wir vorher schon irgendwann mal infiziert gewesen wären, dann müssten wir Antikörper haben und die haben wir nicht. Dieses neuartige Coronavirus wurde in China Ende vergangenen Jahres entdeckt, weil es eine ungewöhnliche Häufung von schweren Lungenentzündungen in genau einem Krankenhaus gab. Alle diese Sequenzen sind außerordentlich ähnlich, was nur möglich ist, wenn dieses Virus erst vor kurzem aus dem Tierreich auf den Menschen übergesprungen ist. Erstens, wir haben keine Antikörper gegen das Virus. Zweitens, der Stammbaum von dem Virus ist noch sehr kurz. Das sind beides eindeutige wissenschaftliche Beweise, dass das Virus erst seit einigen Monaten in der menschlichen Population zirkuliert. Die werden uns immer in Angst und Schrecken versetzen. Es ist wirklich wie Resident Evil live. Mhm. Ja? Wo sind denn die Krankenhäuser überfüllt? Da, wo die Leute, in Italien zum Beispiel. Wo die Leute Panik haben, wo gemessen wurde. Bei der Schweinegrippe und bei der Vogelgrippe war das genau das Gleiche. Und bei der Schweinegrippe, das war eine der mildesten Grippewellen, die wir je hatten. Die Schweinegrippe, ob die ein Hype war, das wird kontrovers diskutiert. Man hat befürchtet, wenn es schwere Krankheiten verursacht, dass wir dann ein Riesenproblem haben. Das hat sich zum Glück nicht herausgestellt. Bei der Schweinegrippe haben wir also einfach Glück gehabt. Aber könnte es gleich nicht auch bei Covid-19 passieren, dass man eines Tages sagt, das war ein Hype und gar nichts? Dieser neuartige Coronavirus-Ausbruch ist wirklich eine einzigartige Kombination aus einem Virus, das sich schnell in der menschlichen Population ausbreitet und gleichzeitig für einen substanziellen Bruchteil der Menschheit tödlich sein kann. Ich glaube, die Krankenhäuser sind nicht nur deshalb überlastet, weil wir eine Panikmache haben, sondern wir sehen die Zahlen. Wir sehen Patienten, die Intensivbehandlung benötigen, die Lungenentzündung haben, die sterben. Wir werden sicherlich nicht in einem Jahr sagen, dass alles ein Hype war. Gegenüber Videos von so Ärzten, die das Virus total verharmlosen, muss man also extrem vorsichtig sein. Stattdessen sollte man sich auf Informationen stützen, die wissenschaftlich und belegt sind. Gerade in so einer Zeit. Ich halte das für unverantwortlich und ich kann nicht verstehen, wie diese Ärzte nachts ruhig schlafen.